Hier möchte ich Ihnen diese Präsentationsboxen vorstellen, die wir jetzt anbieten. In diesem Film werde ich dann mal kurz darauf eingehen, wie die von innen beschaffen sind, die Unterschiedlichkeiten und die äußere Beschaffenheit. Gibt es auch noch kleine Unterschiede. Und wie Sie sehen, die haben wir in verschiedenen Größen da. Wir bekommen auch demnächst noch größere Reihen, A2 und so weiter. Dieser Film richtet sich also an alle Boxen, die nur in der Größe halt eben unterschiedlich sind. Darum auch nur diesen einen Film. Neben den unterschiedlichen Größen gibt es natürlich auch noch äußere Unterscheidungsmerkmale. Die sind marginal, aber sie sind vorhanden. Wir haben also einmal hier diese Kunstlederstruktur, beziehungsweise es ist also wie genarbt, wenn man das sehen kann. Ich versuche das hier mal so ein bisschen zu zeigen mit Lichtreflexen. Diese Struktur sieht also so aus. Das Kunstleder sieht aber aus wie echtes genarbtes Leder. Und dann haben wir noch die Präsentationsboxen mit Leinenstruktur. Die sehen so aus. Ich hoffe, das kann man auch gut sehen. Das ist halt eben dann so eine geriffelte Leinenstruktur. Und jetzt geht's weiter mit dem Innenleben dieser Boxen. Ich habe mir jetzt mal hier so die handlichste rausgenommen. Das ist eine Wolga mit Leinenstruktur in DIN A4 Größe. Und die sieht dann so aus, wenn man die aufmacht. Das ist alles Handarbeit. Hier ist ein Magnet eingearbeitet. Das heißt, wenn man die zumacht, dann legt das so ganz leicht ein, bleibt dann auch geschlossen, kann dann auch nicht aufgehen. Und wenn man sie öffnet, hat man halt eben hier diesen Bereich, wo man die Bilder dann transportieren kann, archivieren kann, mitnehmen kann zum Zeigen und so weiter. Ich mache das auch nochmal vor, damit Sie sehen können, wie das geht, wie man die Bilder hier reinlegt. Und dann kann man die für eine Präsentation halt eben einfach so rausnehmen und einfach zeigen. Und das Ganze ist halt eben auch, wenn man dann mehr als eine hat, von der Archivierung her einfach stapelbar. Einfach entweder so ins Regal reinlegen oder halt eben hochkant hinstellen, wie man das von Fotoalben von früher kennt. Das ist diese einfache Art mit dem einfachen Fach, diese einfache Einlage, wo also der Buchdeckel, wenn man so will, die Präsentationsboxseite, also der Deckel, der das Ganze dann verschließt, keine weitere Funktion hat. Diese Klassikbox ist so meiner Meinung nach die beste, schönste und eleganteste Art, um sein Portfolio zeigen zu können. Wenn man die aufmacht, dann hat man die auf beiden Seiten diesen 4 cm hohen Rand. Und was das Ganze bei Bildbesprechungen und Präsentationen halt so attraktiv macht, ist einfach, dass man die Bilder, die man dann zeigt und präsentiert, dem Dozenten zeigt, wie auch immer, was man da so gerade macht, einfach rüberschiebt. Und man kann dann auch Doppelbilder gestalten. Das heißt, man nimmt einfach das erste Bild ab, schiebt das rechts rüber. Sieht immer gut aus, alles sauber, alles ordentlich, praktisch noch obendrein. Und man kann natürlich dann auch wie in einem Buch dann zum Beispiel hingehen, wie jetzt in dem Fall, zwei Bilder, die vermeintlich irgendwie zusammengehören, halt eben dann auch so doppelt präsentieren. Das macht einen guten Eindruck. Jeder Dozent freut sich darüber, wenn er irgendwo eine Mappenbesprechung hat oder machen muss, denn es hat eben alles ordentlich und sauber und ohne irgendwie lose Blätter und so weiter vonstatten geht. Und diese Box kann natürlich auch wie alle anderen Boxen zur Präsentation dann auch dann anschließend einfach zur Archivierung aufbewahrt werden. Bild wieder zurück, Klappe zu und fertig. Gibt ja immer noch Leute, die bewahren auch ihre kleinen Bilder immer noch in diesen Taschen auf, die sie vom Labor bekommen. Das Ganze sieht dann so aus. Schön Papier, alles schön mit drin irgendwie. Kann man ein bisschen einreißen, kaputt, aber egal. Zumachen, ab in den Schuhkarton und dann in den Keller. Das Ganze kann man natürlich auch für dieses Format viel eleganter lösen, indem man auch hier die Präsentationsboxen nimmt, wie unser kleinstes Modell mit einem Einfachrahmen. Und hier sind die Bilder natürlich auch dann abgelegt und dann kann man die auch präsentieren und kann zeigen, was man so gesehen hat, was man so macht. Und das Ganze funktioniert natürlich auch, indem man hier einfach die Bilder einfach rausnimmt. Die pappen halt nicht mehr zusammen, man muss keine Tasche öffnen, wie das hier beispielsweise der Fall ist. Da muss man hier reingreifen und ein bisschen rumpiddeln und dann kann man auch hier ganz komfortabel seine Bilder zeigen. Dieses kleine Modell macht auch Sinn, natürlich zur Präsentation zum einen und natürlich auch für die Archivierung. Auch hier mit dem Magnetverschluss kann man das Ganze dann einfach so ins Regal schieben, stapeln oder eben auch hochkant stellen, wie man das von früher kennt mit dem Fotoalbum. Das also hier das kleinste Modell.